soll es mir eine Freude sein, Frau Stefanie Gatto vorzustellen, die uns einen Vortrag... Dankeschön, das war der Applaus für dich, Stefanie. Ne? Zur Antikoagulation bei subklinischem Vorhofflimmern zu stellen hat. Ist das das mit der Apple Watch? Nicht ganz. So, vielen Dank für die einführenden Worte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema subklinisches Vorhofflimmern und die Frage nach einer notwendigen Antikoagulation ist momentan viel diskutiert. Es gibt zwei aktuelle Studien, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigen, welche Erkenntnisse wir daraus ableiten können und für unsere tägliche Praxis mitnehmen können, möchte ich Ihnen im Folgenden näher darlegen. Beginnen möchte ich mit einer Fallvorstellung eines 74-jährigen Patienten, der im Januar diesen Jahres von uns einen Zweikammer-Schrittmacher implantiert bekommen hat, aufgrund eines symptomatischen AV-Block zweiten Grades Typ Mobitz und rezidivierenden Synkopen. An Vorerkrankungen fand sich außer einer arteriellen Hypertonie bei diesem Patienten keine weitere Erkrankung. Wir kommen damit mit der arteriellen Hypertonie und dem Alter von 74 Jahren auf einen Schatz-Vas-Score von 2 Punkten. Ich möchte Ihnen dazu auch eine TET-Frage stellen. Angenommen, wir finden bei diesem Patienten im Schrittmacherspeicher subklinisches Vorhofflimmern. Wir sehen eine längste arterielle Episodendauer von 6 Stunden. Wie würden Sie diesen Patienten dann behandeln? Würden Sie ihm Aspirin geben, keine Antikoagulation, DOAC, Vitamin-K-Antagonist, oder aber würden Sie die Entscheidung rein nach Patientenwunsch treffen? Während Sie abstimmen, fahre ich weiter fort. Wie ging es weiter mit diesem Patienten? Im Februar kam er dann notfallmäßig wegen akuter Schwindelsymptomatik, Kaltschweißigkeit und Präkollaps. Die Vitalzeichen sowie das EKG waren soweit in Ordnung. Ein Pneumothorax und Perikarderguss konnten ausgeschlossen werden. In der Schrittmacherkontrolle zeigte sich eine regelrechte Funktion. Auffällig im Schrittmacherspeicher 3 Tage zuvor 19 sogenannte atriale Hochfrequenzepisoden mit atrialen Frequenzen über 400 pro Minute und einer längsten Episodendauer über 6 Stunden. Wir haben uns das intrakardiale Elektrogramm angeschaut, ein Artefakt konnte ausgeschlossen werden und die hochwahrscheinliche Diagnose eines paroxysmalen Vorhofflimmerns gestellt werden. Im CCT zeigte sich dann leider eine subakute Infarktdemarkierung rechts zerebellär und der Patient wurde in die Neurologie verlegt. Zur Definition, subklinisches Vorhofflimmern bezieht sich auf asymptomatische Personen, bei denen zuvor kein klinisches Vorhofflimmern festgestellt wurde. Das heißt, es gibt keine Oberflächen-EKG-Aufzeichnung von Vorhofflimmern. Die atrialen Hochfrequenzepisoden werden definiert als von kardial implantierbaren elektronischen Devices in der atrialen Ableitung erkannte Ereignisse mit atrialen Frequenzen größer gleich 175 pro Minute und einer Dauer über 5 Minuten. Das subklinische Vorhofflimmern umfasst zum einen diese Hochfrequenzepisoden, die als Vorhofflimmern, Flattern oder arterielle Tachykardie bestätigt wurden, oder Vorhofflimmer-Episoden, jetzt sind wir, Herr Hakim, bei Ihrer Uhr, die durch einen implantierbaren Herzmonitor oder ein Wearable-Überwachungsgerät erkannt werden und dann ebenfalls bestätigt wurden. Die Begriffe subklinisches Vorhofflimmern und AHRE werden auch in den Studien oft synonym verwendet. Was ist nun der Hintergrund über die Antikoagulation bei subklinischem Vorhofflimmern? Was wissen wir, warum gibt es da Diskussionen? Die Effektivität einer oralen Antikoagulation bei Patienten mit im EKG dokumentiertem Vorhofflimmern ist unstrittig. Gleichzeitig besteht aber auch ein erhöhtes Blutungsrisiko unter der oralen Antikoagulation. Vorhofflimmern, wir haben es bei den Patienten gesehen, wird oftmals erst nach einem Schlaganfall entdeckt. Ein frühes Erkennen hätte also das Potenzial, Vorhofflimmern-assoziierte Schlaganfälle zu reduzieren. Bei ca. 1/3 aller Patienten unter kontinuierlichem Monitoring wird subklinisches Vorhofflimmern detektiert.
Patienten mit subklinischem Vorflimmern haben ein 2,5-fach erhöhtes Schlaganfallrisiko, was sich in den hier genannten Studien Assert und Trends gezeigt hat. Dieses ist niedriger als bei klinischem Vorflimmern. Da sagt uns die Datenlage, dass ein 4- bis 5-fach erhöhtes Risiko vorliegt. Der Stellenwert der Antikoagulation bei subklinischem Vorflimmern war bis dato unklar. Was sagen uns die Guidelines? Hier sehen Sie einen Auszug aus den ESC-Guidelines von 2020, wonach das Schlaganfallrisiko anhand des Schatz-Wasks-Kurs regelmäßig neu abgeschätzt werden soll. Ein hohes Risiko liegt bei einem Schatz-Wasks-Score größer gleich 2 für die Männer, größer gleich 3 für die Frauen vor. Auf der anderen Seite ist zu beachten die Last an subklinischem Vorhofflimmern. Das heißt, je länger die einzelnen Episoden von atrialen Hochfrequenzepisoden dauern oder auch die Gesamtlast ansteigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für klinisches Vorhofflimmern und damit auch die, das Schlaganfallrisiko. Haben wir also einen Patienten mit hoher Vorhofflimmerlast oder Last an subklinischem Vorhofflimmern und hohem Schatz-Score, sollte der Einsatz einer oralen Antikoagulation erwogen werden. Können wir die Antwort auf die TET-Frage einmal sehen? Ah ja, das ist ja ein sehr eindeutiges Ergebnis. Zur aktuellen Datenlage. NOAA-AFNET-6 und ATISIA sind die ersten prospektiv randomisierten Studien, die den potenziellen Nutzen und die Sicherheit einer oralen Antikoagulation bei Patienten mit atrialen Hochfrequenzepisoden über 6 Minuten untersucht haben. Hier sehen Sie die Einschlusskriterien. NOAA-AFNET-6 hat 2536 Patienten eingeschlossen. Es wurde Edoxaban und Placebo oder Aspirin 1:1 randomisiert. Der primäre Endpunkt war eine Kombination aus Schlaganfall, Embolie oder kardiovaskulärem Tod. Der Sicherheitsendpunkt die Kombination aus Blutung oder Tod. In ATISIA wurden mehr Patienten, 4012, eingeschlossen. Hier wurde Apixaban im Vergleich zu AS randomisiert. Der primäre Endpunkt war hier eine Kombination aus Schlaganfall oder Embolie ohne den Tod und der Sicherheitsendpunkt auch der Punkt Blutungen. Zu den Ergebnissen von NOAA-AFNET-6 sehen Sie hier auf der linken Seite, es gibt keine signifikante Verbesserung in der Edoxaban-Gruppe für den kombinierten primären Endpunkt. Auf der rechten Seite, Blutung oder Tod jeglicher Ursache, unser Sicherheitsendpunkt, zeigt aber einen signifikanten Anstieg der Blutungen, weshalb diese Studie auch vorzeitig nach 21 Monaten abgebrochen wurde. Zu beachten war, in beiden Gruppen war die jährliche Schlaganfallrate sehr niedrig, um 1%, was in vorherigen Studien ein bisschen höheres Ergebnis war. Und auch in einer Subgruppenanalyse für Patienten mit Episoden über 24 Stunden zeigte sich kein signifikanter Vorteil für die orale Antikoagulation. Auffällig war hier allerdings, dass Patienten mit Episoden über 24 Stunden signifikant häufiger im EKG diagnostizierbares Vorhofflimmern entwickelt haben. Hier sehen Sie die Ergebnisse für die ATISIA-Studie. Hier haben wir ein wesentlich längeres Follow-up gehabt von 3,5 plus minus 1,8 Jahre. Die klinischen Charakteristika waren in beiden Studien auch in den Gruppen ähnlich. Und Sie sehen hier für den primären Endpunkt jetzt einen signifikanten Vorteil in der Apixaban-Gruppe. Apixaban reduzierte das Risiko für Schlaganfall oder Embolie bei Patienten mit subklinischem Vorflimmern relativ um jährlich 37%, das Risiko für schwere Schlaganfälle mit Behinderung oder Tod um sogar 49%. Die absolute Risikoreduktion von 0,46 ergibt eine nicht gerade gute Number Need to Treat von 250. Es kam zu signifikant mehr Blutungen, was allerdings auch bekannt und erwartet ist unter einer oralen Antikoagulation. Es fand sich allerdings kein Anstieg der schwerwiegenden Blutungen. Eine Meta-Analyse von beiden Studien bestätigte
eine signifikante Risikoreduktion für Schlaganfälle jeglicher Art unter beiden Medikamenten, sowohl unter Apixaban als auch unter Edoxaban. Es fanden sich mehr Blutungen, allerdings stieg das Risiko für schwerwiegende Blutungen nicht an. So dass wir zu folgendem Schluss kommen: Wie machen wir es im Herzzentrum? Die zu berücksichtigen Faktoren sind immer die Risikofaktoren anhand des Schatz-Vas-Scores, die Vorhofflimmer-Last, auch die Einzeldauer der arteriellen Hochfrequenzepisoden ist zu berücksichtigen, der Patientenwunsch und natürlich auch das Blutungsrisiko, welches anhand des Hasplet-Scores abgeschätzt werden kann. Wir teilen zwei Gruppen ein, Vorhofflimmer-Episoden von 6 Minuten bis 24 Stunden. Diese Episoden müssen natürlich bestätigt werden im intrakardialen Elektrogramm. Man schaut sich das an und da kann man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch sagen, ob es Vorhofflimmern ist, eine arterielle Tachykardie oder was auch immer. Dann würden wir Antikoagulation empfehlen bei Patienten mit einem Schatz-Vas-Score größer gleich 3 bzw. 4 für die Frauen. Oder aber wenn die Patienten schon einen Schlaganfall, eine TIA oder Embolie erlitten haben oder bei niedrigerem Schatz-Vas-Score, wenn eine hohe Vorhofflimmerlast besteht, so zum Beispiel auch bei unserem Beispielpatienten, 19 Hochfrequenzepisoden an einem Tag mit Einzeldauer über 6 Stunden, diesen Patienten hätten wir im Vorfeld antikoaguliert, zumal er 74 Jahre alt war, der wäre in 3 Monaten 75 Jahre alt geworden, dann hätte er auch ohnehin vom Schatz-Score 3 Punkte gehabt. Und natürlich der Patientenwunsch spielt auch eine große Rolle. Bei den Episoden, die über 24 Stunden sind, würden wir eine Antikoagulation empfehlen bei einem Schatz-Vas-Score größer gleich 2 bzw. 3 für die Frauen. Gerade bei den Patienten mit niedrigem Schatz-Score und wo man primär keine Antikoagulation einleitet, sollten regelmäßige EKG- und Langzeit-EKG-Kontrollen erfolgen. Denen kann man auch raten, sich so eine Smartwatch anzuschaffen, um eben eine Dokumentation von Vorhofflimmern zu erreichen. Bezüglich der oralen Antikoagulation ist es aber für jeden Patienten eine individuelle Entscheidung, immer nach Risiko-Nutzen-Abwägung und unter Berücksichtigung des Patientenwunsches. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, Fragen. Ja, Herr Lang. Ich habe eine Frage. Erstmal finde ich das gut, dass Sie da so differenziert vorgehen, weil ich glaube auch, dass Schatz-Vas-Score einen ganz erheblichen Einfluss drauf hat. Trotzdem vielleicht eine etwas schwierige Frage. Gibt es für Sie eine Zeit an Stunden, wo Sie sagen, ab dann rechne ich mit einem Thrombus, der im Vorhof entsteht, weil man hat ja so eine Erinnerung, dass wenn Vorhofflimmer nur ganz kurz ist, dann könnte man beispielsweise auch ohne TEE eine Elektrokardioversion machen. Und dann praktisch, wie machen Sie das? Ich schicke Ihnen beispielsweise einen Patienten mit einer Tachyarrhythmie, hochsymptomatisch, 150er Frequenz, das Vorhofflimmern ist am selben Tag aufgetreten. Machen Sie dann TEE oder direkt eine Kardioversion? Am selben Tag aufgetreten? Also ich würde sicherheitshalber tatsächlich ein TEE machen, ich bin aber eher so der Sicherheitsfanatiker, da wir ja nicht wissen, gerade jetzt hier Thema subklinisches Vorhofflimmern, es ist ja eben nicht immer symptomatisch. Ich denke, nach den Guidelines bräuchte man kein TEE machen, aber gerade aus dem Hintergrund, wenn man in den Devices eben immer diese Episoden sieht, man fragt die Patienten, haben sie da was gemerkt, auch wenn die tachykard waren, sagen die sehr, sehr oft, nö, habe ich nichts gemerkt, kann ich mich daran erinnern. Also vor diesem Hintergrund würde ich tatsächlich ein TEE machen. Das machen wir auch teilweise so, Herr Lang. Also den Teil, weil wir machen es eigentlich so. Frisch, neues Vorhofflimmern, Patient unbekannt, wird er TEE-iert und kardiovertiert dann. Zu der. Ja. Darf ich noch, darf ich was sagen dazu? Gerne. Es gibt ja genug Studien, die zeigen, dass Patienten, die symptomatisches Vorhofflimmern haben, auch Phasen haben, die asymptomatisch sind. Und deswegen, ich meine, natürlich generell glaube ich meine Patienten, wenn die mir was sagen, ne, sollte man davon ausgehen, aber die Tatsache, dass da ein Patient sagt, ich habe Vorhofflimmern seit 4 Stunden, ist
immer ein bisschen mit Skepsis zu beobachten. Ne? Also man sollte, denke ich, schon auf Sicherheit gehen und einen Tee zur Sicherheit machen. Ja. Wahrscheinlich helfen das Smartwatches in Zukunft, wenn man eine hat. Ja, gut. Herr Özbeck? Glauben Sie, dass bei diesen Patienten, die eben subklinisches Vorhofflimmern haben, hat man hier wirklich ein besseres Gefühl, wenn man die antikoaguliert? Wenn sie bluten, hat man Pech gehabt, ja? So, da steht man wie ein Esel zwischen zwei Heuhaufen, deswegen ein toller Vortrag. Spielt denn eine Bildgebung vielleicht auch eine Rolle bei der Entscheidung? Ich meine an ein MRT zum Beispiel vom Gehirn oder ein Abdomen-CT mit Suche nach bereits stattgefundenen Embolien, die inapparent verlaufen sind. Gibt es darüber Daten? Haben Sie da was gefunden? Mir jetzt ehrlich gesagt nichts bekannt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist wenig praktikabel bei jemand, der jetzt irgendwie eine 10 Minuten arterielle Hochfrequenz-Episode hat, den mal eben durchs MRT zu schieben. Wir können ja gleich mal den Herrn Jochum fragen, ob das möglich ist. Ist interessant. Also ich denke, in Studien würde das vielleicht einen Sinn machen, dass man sich das anschaut. Aber ich finde das wenig praktikabel. Herr Schlickel hat, glaube ich, einen Kommentar dazu. Die Bildgebung ist sehr wichtig und es gibt einen ganz einfachen Parameter, die Größe des linken Vorhofs. Und wir wissen ja, dass die Instabilität, die elektrische Instabilität des Vorhofes mit der Größe zunimmt. Ja? Und wenn der über 4, 5, 5,5, 6 Zentimeter sogar ist, dann bin ich eher geneigt, den Patienten so antikoagulieren, wenn der Vorhof klein ist. Ja? Und dieser Parameter geht in kein Kriterium ein oder in keinen Score ein. Das ist, und das ist ganz einfach zu evaluieren, ganz einfach zu messen. Ja, braucht man kein MRT für. Das ist natürlich völlig richtig, wenn man im Echo das macht. Das machen wir auch mit Abschätzung der Vorhofgröße natürlich. Das ist ein guter Hinweis. So, letzte Frage. Essringhaus. Da hinten ist auch. Jawohl. Hier vorne. Ich wollte nochmal auf die Smartwatches und so weiter zurückkommen. Es gibt ja auch so kleine Plättchen von Cardia mit K, wo man auch jederzeit EKG schreiben kann, was man in der Tasche haben kann. Also ich überrasche meine Nachbarn, die mich häufig anrufen, die sind auch die meisten schon etwas älter, und die rufen dann an, ach, mir geht's so schlecht, und dann merke ich schon, was da los ist, und dann hole ich so ein kleines Plättchen aus der Tasche und schreibe ein EKG. Da sind die immer völlig fertig. Aber es ist ja gar nichts Besonderes. Eigentlich gehört das heute zu der Zeit, und deshalb frage an Sie, gehört es bei Ihnen auch zur Routine? Und was machen Sie, wenn man Ihnen dann auch als PDF das entsprechende EKG schickt? Weil ich kenne auch die Ansicht von Kollegen, die sagen, ja, ich haftungsmäßig, ich komme da gar nicht mehr klar, was wird mir da als E-Mail geschickt und wie muss ich sofort reagieren und so weiter. Also es ist ja auch ein Problem. Wie ist das klar bei Ihnen gelöst? Da wir ja die Schrittmacherpatienten sehen, habe ich ja immer den Schrittmacherspeicher zur Verfügung. Das andere ist aber klar, wenn jetzt ein Patient mir ein sauberes EKG über eine Smartwatch geschrieben zeigt, die sind teilweise von guter Qualität, aber mit manchen kann man auch gar nichts anfangen. Das ist alles Artefakt, da kann ich es nicht beurteilen. Also wenn ich das tatsächlich sicher beurteilen kann, dass das Vorhofflimmern ist, dann würde ich eine Antikoagulation empfehlen tatsächlich. Bei Nachweis Antikoagulation. Gut, es war noch eine Frage als letzte Frage. Hat sich erledigt? Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine Pause und treffen uns in einer halben Stunde um halb wieder hier zum zweiten Teil.